Moinsen Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming und zu XCOM 2. Wir machen uns auf den Weg. Oh, es ist dunkel hier. Oh, die Überstrahleffekte sind ein bisschen zu krass für meinen Geschmack, aber hey. Ich glaube, ich habe das noch nie so komplett bei Nacht gesehen hier. Vorne haben wir so eine kleine Kommunikationsstation aufgebaut, keine Ahnung warum. Wir haben eigentlich super Kommunikation hier im Schiff verbaut, denke ich. Was machen die Leute denn eigentlich so spät nachts? Wir gucken mal. Ich würde gerne zoomen. Okay, danke. Es ist dunkel. Man erkennt fast niemanden. Auf jeden Fall schlafen sie nicht. Also da schlafen erschreckend wenig Leute. Es trainiert niemand. Also nachts ist hier komplett tote Hose. Außer auf der Krankenstation. Da ist immer was los. Und auf der Brücke natürlich auch so ein bisschen bedingt. Ach, die treiben sich nachts alle in der Bar rum. Ja, hier ist voll, ne? So, Jonas und Freunde haben sich ja schon bereit gemacht für eine Mission. Und die werden wir jetzt auf jeden Fall angehen, um die Viper Rounds zu kontern. Denn wenn unsere Soldaten alle vergiftet werden, ständig, wenn sie getroffen werden, dann wäre das echt blöd. So, ja, los geht's, würde ich sagen. Unser Team ist ausgerüstet, unser Team ist bereit, unser Team ist hübsch. Okay, dann auf geht's. Dr. Tigan has picked up a signal from a hidden alien communications relay sending data to the Advent network from this area. Anything we can do to disrupt the aliens' logistics increases our chances of stopping their progress. We'll need to secure the area and eliminate any hostiles, then destroy the relay before they finish their transmission. Also, wir wollen die Logistik der Aliens hier stören, indem wir einen geheimen Sender hier ausschalten. Und wir werden mal sehen, ob das funktioniert. Oh, starten wir auf dem Dach? Nein, wir starten nicht auf dem Dach. Okay. Yes, Sir. Gut, okay. Wir starten hier also auf so einer Kreuzung. Wir haben ein Dach direkt gegenüber von unserem Ziel. Mit hoher Deckung, wie es aussieht. Das ist super. Nobunaga-san. Könnt ihr direkt aufs Dach hoch? Das ist vielleicht nicht so ratsam. Ist hier drüben die Karte zu Ende? Ja, hier geht es gar nicht weiter. Ach schade, ich hätte gern diese Deckung hier genommen, dieses Feld, hohe Deckung. Das wäre super gewesen. So, ich würde vorschlagen, wir bleiben als Team zusammen. Das macht uns das Flankieren natürlich ein bisschen schwieriger. Jonas, du besetzt diese Ecke hier. Begebe mich zur Zielposition. Guckst da mal ein bisschen. Alles cool, alles cool. So, leider könnt ihr jetzt hier hoch. Wir lassen mal Chops kurz hier hochgehen. Er kann dann wieder runter. Wenn es da oben ungemütlich sein sollte. Hier oben ist es aber sehr gemütlich, stellen wir fest. Sehr schön. Das hatte ich gehofft. So, Shadow kommt direkt mit. Ja, ich weiß gar nicht, ob man alle Dark Events kontern kann. Oder ob man immer ein oder zwei Dark Events ausgesetzt ist. Double time. Also dann wahrscheinlich eher zwei, denn es gibt ja immer drei pro Monat. Ich glaube, wir haben es bisher immer nur geschafft, eins zu kontern. So, Lights Out müsste eigentlich in eine geile Position kommen. Kommt sie aber leider nicht. Stepping off.
So, und der Professor muss auch irgendwie hier hoch. So, und dann sind wir ja alle schon mal auf dem Dach. Jonas kommt auch gleich nach. Und damit fühle ich mich schon mal bedeutend sicherer als hier unten auf der Straße. Aha, ich dachte, okay. So, ich hoffe, das haut hin, wenn wir hier... Mal so laufen. Und dann so laufen. Roger that. Aha, oho, oho. Da drüben haben wir Schlangen. Wir haben uns aber nicht gesehen, ne? Also zum Glück sind wir hier so durch diese Deckung. Da hätten wir nicht unbedingt gemusst, aber war schon ganz gut. Na, was? Und die Schlangen können blöderweise hier hochgucken. Auf das Dach. So, wir brauchen Lights Out. Definitiv hier in Deckung. Oder lassen wir Shadow nach hier gehen und Lights Out in die hohe Deckung. Ich glaube, das wäre günstiger. Denn Shadow wird die Deckung unheimlich schnell wegsehen. Denke ich mir. Genauso wie Jobs. Ja, Lights Out kommt direkt hier hin. Und ich weiß nicht, warum dieses hier in der Mitte, warum das als flankiert gekennzeichnet wird. Habe ich echt gar keinen Plan. So, jetzt haben wir drei Leute da vorne. Das ist super. Aber irgendwie noch nicht so richtig genug. Hier haben wir nach rechts gar keine Deckung. Arf. Gefällt mir nicht. Sage ich euch ganz ehrlich, gefällt mir nicht. Gut, dann lassen wir die Jungs mal noch eine Runde hier als Reserve sitzen. Die müssen sich halt nächste Runde an die Front begeben. Ich weiß noch nicht genau wohin. Aber wir werden es feststellen. Wahrscheinlich werde ich auch jemanden hier runter bewegen irgendwie. Weiß ich noch nicht. Keine Ahnung. Vielleicht auch nicht. Wir gucken erstmal, wie die Schlangen sich bewegen. Und nächste Runde schlagen wir zu. So, die Schlangen bewegen sich. Stehen da so schön eigentlich nebeneinander. So, der Professor kann von hier aus überhaupt nicht schießen. Was natürlich leicht ärgerlich ist. So, wie machen wir es? Zone. Na klar, warum nicht? So. Die Scharfschützin bekommt jetzt also einen Schuss auf alle, sobald die sich hier bewegen. Das wird super. Nobunaga-san. Darf sich jetzt nämlich hier die hintere Schlange vielleicht aussuchen? Das wird auf jeden Fall ein Crit. Und das bedeutet, das wird super. Feuer mal.
12 Punkte, sehr gut. Oh ja. So, die haben uns gesehen. Würden sich jetzt gern bewegen. Vier Punkte. Der ist ausgewichen. Warum hat sie auf den anderen nicht geschossen? Der war doch voll drin. Betrug. So, hier drüben ist die Karte zu Ende, ne? Also von da aus droht uns kein Ungemach erstmal. Und ich denke, hier müssen wir zum Flankieren aber runter. Wir können jemanden nachziehen, ne? Der nach da? Nein, können wir nicht, weil wir zu lame sind. Scheiße. Aber wir können auf jeden Fall Jonas nach hier drüben nachziehen. Wir können Jonas auch nach hier vorne bringen. Also da können wir jemanden hinbringen. Nämlich Jonas. Das ist kein Problem. Nur hier die rechte Flanke macht mir so ein bisschen Sorgen. Aber wir schicken den Professor einfach mal hier runter. So, 99%, 40% Crit, auf geht's. Und einen Repeater hat er auch drauf. Das war ein 10 Punkte kritischer Schaden. Sehr schön. So, und Shadow könnt ihr jetzt direkt für 100% von hier oben ausschießen. Aber, da lassen wir erstmal Jonas ran an die Sache, würde ich sagen. Okay, ich gehe. Der darf das mal probieren. Sein Glück, 99%. Das ist okay. Er kriegt leider kein Crit hin. Aber 8 Damage. Reicht. Also mir jetzt erstmal. Ganz sicher erledigt. Hey, da drüben ist etwas. Jo, und damit ist Jonas aufgestiegen. Perfekt. Ja, warum das mit dem Field of Fire hier, mit dem, wie heißt das, Killzone nicht funktioniert hat, weiß ich nicht. Finde ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Ach, und sie müsste jetzt sprinten, weil sie hier nicht über dieses Dach runter kann. Wie ungünstig. Aber da sie natürlich unser Scout ist, wird sie das jetzt mal machen müssen. Und es wird nächste Runde ja auch nicht besser. So, was haben wir? Lyriumkern. Ja, irgendwie sammeln wir jetzt immer noch ein Ding auf, wo beides eigentlich zwei sein müssten. Weil wir diesen Perk freigeschaltet haben eigentlich. In der Guerilla Tactics School. So, und wir müssen mal gucken, ob unsere Scharfschützin, hat die vielleicht schon Sicht auf das Ding? Nee, hat sie irgendwie noch nicht. Ja, wie sieht's denn aus, wenn wir hier so ein Ding hacken? Was bekommen wir dann? Slider, was bekommen wir da? ist eigentlich ganz geil. All Action Points are recovered. Oh, das ist geil. Das will ich haben. Komm schon, nein! Feedback, Reinforcements. Genau das, was ich nicht haben wollte. Na, herrlich. Was? Dahin? Das ist aber eine dumme Position. So ist leider, mein Guter, komm nach vorne hier. Ah, das war dumm, das vor allen Dingen am Ende unserer Runde zu machen. Die sind jetzt nämlich erstmal dran. Wir konnten keinen Hinterhalt legen. Und wir haben Shieldbearer dabei. Was hat das mit Erdrin zu tun?
Sebastian. Na super. Das hat ja hervorragend funktioniert. So, der Schildbearer hat ja Deckung durch den Truck, der hat er. Jonas, was denkst denn du darüber? Ich hätte gerne Jonas. Jonas denkt, 73% sind machbar. Aber wir haben Shadow, die hier flankieren kann, auf jeden Fall. Kriegt sie den Tod, ist die Frage. Ein Crit, ja. Ansonsten eher nein. Na, Feuer mal. Und dann stirbt, stirbt er, ansonsten macht Jonas das. Okay. Sehr schön. Dann kann Jonas sich jetzt nämlich hier um den da drüben kümmern. 80%. Du schaffst das, Jonas. Und dann lass dich drauf, Junge. 6 Damage nur. Oh Mann. Die Munition wird knapp. Da sagst du was. So, wo ist denn hier drüben der? Ach, der guckt da rum. Das ist ja perfekt. Leider. Einmal hier runter hopsen. Ja, genau dahin. Hops. Wieso will er da jetzt nicht hin? Okay, ich darf nicht durch die Levelgrenze durchklicken. Das mag er nicht. Ganz genau. Bam. Wow, das waren 10 Punkte und er lebt noch. Weil er 12 Punkte hat. Der Trigger, Free Action. Herrlich. Ja, was habe ich erwartet? Genau das eigentlich. War schon in Ordnung so. So, von hier aus haben wir ihn noch nicht flankiert. Ah, das ist auch eine halbe Deckung. Okay. Dann nehme ich natürlich die Deckung hier am Rand. On my way. Und vor allem dem Typen voll in den Arsch. Nachdem Jonas hier exzellente Vorarbeit geleistet hat. Also wir sehen, es muss nicht immer alles super glatt gehen hier. Man kann sich auch so aus etwas brenzligen Situationen rauswinden wieder. Aber schön ist natürlich ganz anders. So, Lights Out wird auch in Overwatch gehen. Es war natürlich schon unnötig, dass wir hier die Verstärkung geholt haben. Können wir das noch nicht sehen, das Ding? Eigentlich müssten wir doch Sichtlinie haben, haben wir aber nicht. Na gut, wir haben also noch keine Sichtlinie. Wir haben noch 4 Runden Zeit, um das Ding zu knacken. Nobunaga-san, was hältst du davon, hier reinzustürmen? Nicht so geil, oder? Eigentlich. Dann kommen wir hier rüber. Oha, und da haben wir Gegner auf dem Dach. Habe ich das gerade richtig gesehen? Dass einer auf dem Dach stand. Ich kann jetzt schon wieder nicht hier ins Haus zoomen. Ah, okay. Das ist immer noch so fitzelig wie im ersten Teil. Ganz kurz konnten wir da jemanden sehen, auf jeden Fall. So, wo haben wir denn hier hohe Deckung? Hier? Ja. Das ist leider keine hohe Deckung. Dann kommen wir hier hin. Ups. Oh, oh, oh. Was? Wo? Ach du Scheiße. Da haben wir sie. Ja, eigentlich wollte ich hier nachladen, nur ganz in Ruhe. Und jetzt sind wir natürlich flankiert. Was dumm ist. Deswegen kommen wir hier runter. Sure thing. Na, herrlich. Das hat ja super funktioniert.
Jonas, wir wollten doch mal einen Flashbang ausprobieren eigentlich, ne? Wo ist denn der Dritte hingerannt? Ach, der hockt da oben auf dem Dach. Ist doch vielleicht so, dass wir alle hier reinbekommen, alle beide. Granate unterwegs! So, einmal Flashbang. Klick, schöner Steilschuss. Puff. Ach, die machen sogar Damage. Unsere Flashbangs machen Damage. Vielleicht durch den verbesserten Granatwerfer. Ich habe keine Ahnung. Den kriegen wir zu 91%. Das ist natürlich edel. Mach mal. 6 Damage, lebt noch. Ah, den müssen wir irgendwie loswerden, den Typen. Aber wenn der sitzt, dann sitzt er. Nehmen wir hier die Lightning Hands. Sitzt. Sehr schön. Eine Menge. So, 80%. Ach, das ist ein Shieldbearer, ne? Den müssen wir irgendwie auf jeden Fall erledigen. Ist leider kommt in keine vernünftige Deckung. Hat er von hier aus eine Sichtlinie? Ah, ich würde gerne weiter zoomen. Von hier aus auf jeden Fall nicht. Von hier aus auch nicht. Ist beides zu weit weg. Einfach, wie sieht es denn aus? Von hier? Nein. Von hier? No. Wir lassen ihn mal hier hochgehen. Und dann kann er wahrscheinlich auch die Granate nicht weit genug schleudern. Nope. Das heißt Overwatch. Moving to Overwatch. Ach Gott, der hat eine Menge Leben noch, ne? 4, 7, 9 müssten wir machen. Schaffen wir nicht. Den kriegen wir auch nicht tot. Ja, in dem Fall gehen wir einfach mal in Overwatch, denke ich. Damit die sich da wenigstens nicht wegbewegen können, solange sie desorientiert sind. Er hat uns markiert. Mag ich nicht. Ah, zum Glück ist er desorientiert. Ja, das hat uns jetzt vielleicht hier gerade den Arsch gerettet. Er bewegt sich. Aha. Fehler. Fehler. Bams. Direkt in den Arsch geschossen. So, und dann hat er hier Schilde. Yes, Sir. Verstanden. Ja, also unsere Zeit wird knapp, daran erinnert Bradford uns hier. Und die Alien-Übertragung läuft nämlich noch. So, wo ist denn der Typ hingerannt? Hier hinter diese Wand, ne? Ja, vielleicht aber auch nicht. Ist er nicht hier irgendwo? Ah, hier, da ist er hingerannt. Ah, gefunden. Machen das mal vielleicht so. Haben wir ihn schön flankiert. Nobunaga-san, du kannst das, du hast es drauf, komm schon. Scheiß! Oh Mann! Ja toll, fuck it. Wir müssen hier wieder raus, im Prinzip, ne? Wir können hier nicht stehen bleiben. Let's do this. Kacke. Kacke, kacke, kacke.
Wo sind denn die Schlangen? Sind die hier irgendwie? Nee, nicht so richtig. Okay, dann machen wir das so rum. Prozent 30 Crit. Wo ist? Genau so. Ist natürlich jetzt nicht risikoreich oder sowas, was ich hier unternehme, ne? So, er hat kein Schild mehr. Das finde ich schon mal gut. Packet. Hier kommen wir nicht weit genug. Ich würde aber super gerne ein bisschen vorrücken, ehrlich gesagt. Weil hier auch gleich diese dummen Schlangen noch kommen. Und die wollen wir dann schon irgendwie ein bisschen ins Kreuzfeuer nehmen. So, Feuer mal. Typisch macht er das. Okay, ich dachte, da bleibt noch was für Jonas übrig. So, Jonas, nach vorne hier. Wir wissen ja, wo die Schlangen sich aufhalten im Prinzip, ne? Können wir da irgendwie ihnen ein Paket zukommen lassen? Nein, können wir nicht. Aber, ja, das sieht interessant aus. Wo ist denn die dritte Schlange eigentlich hingerannt? Weiß man das? Oder muss man da jetzt mutmaßen? Ah, da ist er. Tja, welche nehmen wir? Ich würde sagen, wir nehmen die hier. Oh, ich mag die Rakete. Das wird bestimmt super. Abschuss! Oh ja, schieß mal. Haha, herrlich. Das war super. Das war ernsthaft super. So, Michelle kann von da aus definitiv nichts sehen, weil dieses Dach im Weg ist. Die könnte sehen, wenn die sich ein bisschen weiter nach vorne bewegen. Aber wir lassen sie einfach mal hier im Overwatch. Als Reserveplan quasi. So, ansonsten vorrücken, leider. Es wird ein bisschen knapp mit der Munition gerade, es wird ein bisschen knapp mit der Zeit, aber ich denke, wir haben das unter Kontrolle, soweit. Vielleicht. Nein! Oh, Nobunaga-san! Sei vorsichtig! Was? Und dann vergiften die ihn auch noch. Ach, ihr seid doch Schweine. Was war das? Haben die gerade auf Zivilisten geschossen oder sowas? Die haben auf Shadow geschossen irgendwie. Okay, man konnte es nicht so richtig erkennen. Aber so muss es gewesen sein. So, wir müssen jetzt irgendwie Nobunaga-san da aus seiner misslichen Lage befreien. Und dazu müssen wir nach vorne kommen. Ach shit, kommen wir aber nicht. Nope. Ich traue mich auch nicht, da so richtig mit einer Granate zu arbeiten, muss ich sagen. Weil ich die Befürchtung habe, dass wir dann Nobunaga-san einfach treffen würden. Nur 30% nur, oh wirklich. Okay. Alles klar. Plan. Shadow könnte auch hier in sich setzen. Nee, aber wir machen das von hier aus.
So, drei flankierte Aliens, 100%, 81%, 70%, okay, alles klar. So, das ist alles leichte Deckung nur hier. Oh, wir haben doch. Wie sieht es denn aus? 67, 59, 40. Aber wir haben natürlich das Combat Protocol. Das können wir hier auf diese Schlange hetzen. Oh, 4 Punkte Schaden macht das richtig. Das war praktisch. So, Nobunaga-san. hat nirgendwo Deckung. Mit nirgendwo meine ich nirgendwo. Hier hinten hätte er Deckung. Wir gucken erstmal, wo ist denn mein Jonas? Ich meine, Jonas hat Raketen und Granaten und so. Jonas ist schon gelaufen? Okay. Wie sieht's aus? Die beiden hier vorne. Und die kann Jonas sich kümmern, auf jeden Fall. Und wenn wir es richtig anstellen, kriegen wir da vielleicht auch sogar noch den Überträger mit rein. Ja, vielleicht auch nicht. Aber die beiden kriegt auf jeden Fall Jonas. Das ist super. Nobunaga-san. Deine höchst ehrenvolle Aufgabe ist es jetzt, kreischend wie ein kleines Mädchen hier rüber zu rennen. Let's move already. Und der Schlange, die sich direkt neben dir befindet, direkt in den Kopf zu schießen. 84% nur. Okay. Du kannst das, Jonas. Ja, direkt in den Kopf. Genauso habe ich mir es gedacht. War sogar gecrittet. Da stand jetzt leider nicht mehr, wie viele Punkte. Oh, und dafür hat er sich auch eine Beförderung verdient. Das ist super. So, und Jonas, deine Lieblingsaufgabe ist natürlich zu rufen, Boom, macht sterbe ihr Aliens. Und dabei aber auch Aliens in die Luft zu sprengen. Ne? Das ist hier absolut wichtig für diesen Plan. Dass dabei auch Aliens sterben. Hummelig. Was? Falscher Knopf. Nee. So. Ganz genau. Für euch beide. Teilt euch die bitte. Ich möchte nicht, dass das Streit gibt. Oh yeah. Sie wurden vernichtet. Ha, definitiv, Jonas. Sehr hübsch. So, das waren die letzten Gegner, die wir hier hatten. Jetzt können wir uns tatsächlich schon daran machen, auf dieses dumme Ding hier zu schießen. Mach mal. Hams. 7 Punkte Schaden. Hervorragend. Wir schaffen es, Leute. Auch wenn es am Anfang nicht so aussah, weil der Einsatz leicht verkackt war. Schaffen wir es hier. Scheinbar. Tatsächlich. War eigentlich noch irgendwo so ein Überwachungsturm, den wir vielleicht hacken könnten. Ich meine, dann könnten natürlich auch Verstärkungen kommen. Gab es hier nur den einen? Ich dachte, wir hätten am Anfang zwei gesehen. Ach, hier hinten ist noch einer. Können wir ja mal kurz in Reichweite laufen. Sehen wir den? Wir sehen ihn nicht. Aber vielleicht hacken wir den zum Ende der nächsten Runde nochmal. Vielleicht können wir den auch gar nicht mehr hacken, ich weiß es nicht. So, Lights out, ja, weiß ich nicht. Nachladen, chillen. Ich meine, wir müssen genug Feuerkraft haben, um da unten alles erledigen zu können. Na scheiße, ja, wir sind immer noch vergiftet. Dagegen hätte ich vielleicht was unternehmen sollen. Ja, bla. Nerv doch nicht, Junge. So, haben wir hier einen Gremlin-Heal?
nicht auf diesem Soldaten. Aber wir haben Medikit hier. Nein, scheiße, da ist noch Gift, ne? Ja, das war unclever. Komm mal da raus. Wird nass. So, und jetzt wollen wir mal gucken, ob wir hier hacken können. Ne, können wir nicht. Obwohl wir das Ding voll sehen, können wir es nicht hacken. Also wenn man hier einmal versucht hat, die Teile zu hacken, dann gilt das scheinbar für alle. So, einmal Gremlin hier. Ne, aber nicht auf Shadow. Sondern auf Nobunaga-san. Ganz wichtig, dass wir das jetzt noch machen. Ah, ich sehe schon, wir haben wieder Überlänge hier. Da hat der Gremlin nochmal die Scheibe zerstört. Der kleine Anarcho-Roboter. Bam, nimm das, du scheiß Scheibe. Ehrlich? So, und okay, Jonas hat die ehrenvolle Aufgabe. Mit dem letzten Schuss in seinem Magazin. Dieses Ding zu zerstören. Ich sehe gar keine Trefferchance. Dann kaputt. Sehr schön. Ich glaube, wir haben es geschafft. Obwohl die Mission ein bisschen verkackt war, haben wir es geschafft, nur 2 verletzte Soldaten zu haben, 12 Aliens zu töten, obwohl eigentlich nur 9 hier auf der Map waren. Haben wir also auch sehr gut gemacht. Wieder 8 Runden haben wir gebraucht, das Maximum. Aber auch eine schwierige Mission, ne? Also ausgeschrieben, so, Shadow hat die meisten Attacken am meisten beschossen worden. Den meisten Schaden hat Jonas gemacht und am weitesten bewegt hat sich Slider. Ja, dadurch, dass er am Ende noch hacken musste, ne? Den Raketenwerfer haben wir auch Feld getestet quasi. Also ich würde sagen, ein rundum erfolgreicher Einsatz. Ja, blöd, dass ich da bei Nobunaga-san übersehen habe, ihn da mal zu heilen, bevor er die zweite Runde hintereinander vergiftet wurde. Ansonsten hat Shadow noch einen Schuss abbekommen. 3 Punkte, da dürfte die Rüstung eigentlich ein bisschen was abgefedert haben. Hoffe ich. Ich weiß nicht. Im ersten Teil war es so, hier habe ich es noch nicht ganz rausgefunden, dass solange halt nur Rüstung betroffen war vom Schaden, dass der, also wenn man jetzt 6 Punkte Rüstung hatte, ne, und man hat 6 Punkte Schaden bekommen, bis zu 6 Punkte Schaden, dann war das keine Wunde für den Soldaten, weil die Rüstung das halt alles abgefedert hat. Das scheint hier definitiv nicht der Fall zu sein, denn Shadow ist verwundet. Wen lassen wir zuerst aufsteigen? Wir lassen zuerst Jonas aufsteigen. Und Jonas kann entweder eine Salve schießen, wenn er jetzt also Granaten abschießt oder schwere Waffen mit seiner ersten Handlung benutzt, dann wird das den Zug nicht beenden. Wir gucken mal gerade. Ja, schwere Rüstung. Das ist geil, da könnten wir dann zweimal schießen. Das heißt, wir könnten Ziel zweimal shreddern, wenn wir es drauf anlegen. Hail of Bullets. Da treffen wir das Ziel garantiert, benutzen aber eine Menge Munition. Finde ich ja nicht so geil. 3 Ammo Points und hat 5 Runden Cooldown. Das heißt, wir benutzen diese Fähigkeit so gut wie nie. Wohingegen wir hier, bis unsere Munition alle ist, eine Granate abfeuern und dann nochmal schießen können. Oder 2 Granaten pro Runde abfeuern oder so. Das ist geil. Wir nehmen die Salve. Gut gemacht, Jonas. Damit ist er jetzt Major. Schon fast Colonel. 14 Missionen, 30 Kills ist super, besser als unsere Scharfschützin sogar. Die hat 14 und 28. Und genauso gut ist im Prinzip Jonas Nobunaga-san, der 5 Missionen, 10 Kills hat. Das ist auch 2 Kills pro Mission. Der könnte jetzt Run and Gun oder Conceal bekommen. Und da bin ich ja immer noch ein bisschen zwiegespalten. Schade, dass die halt hier so auf einem Level liegen im Prinzip. Aber ich glaube, Conceal ist zusammen mit Shadow Strike einfach günstiger. Ja, möchten wir. So, 2 Tage fällt er aus.
Ich weiß nicht, ob da schon der Bonus durch das Advanced Warfare Center mit eingebaut ist. Lights out. Steady Hands. Wenn wir uns letzte Runde nicht bewegt haben, dann bekommen wir plus 10 Aim und plus 10 Critical. Das ist ganz cool. Stackt nicht über mehrere Züge, okay. Ja. Gut. Oder Aim. Wenn wir uns Hunker Down, dann also Deckung nehmen, Köpfe runter, ich weiß nicht, wie das im Deutschen genau übersetzt ist, dann bekommen wir plus 20 Aim für den ersten Schuss im folgenden Zug. Sowohl für Pistole als auch für Sniper Rifle anwendbar. Ja, dann lieber Steady Hands, weil ganz ehrlich, wann benutzen wir mal Hunker Down? Nie. Dafür bin ich zu offensiv. Ja, ist vielleicht ein Fehler, aber weiß ich nicht. Wir nehmen Steady Hands, also das ist kein Fehler, denke ich. Aber dass wir nie Hunker Down benutzen, das könnte vielleicht ein Fehler sein. So, Deep Cover oder Untouchable. Untouchable. Haben wir nicht schon irgend sowas in der Richtung? Auf ihr nicht, okay. Wenn wir jemanden töten, ne, dann wird die nächste Attacke... daneben gehen. Und wenn wir diese Runde nicht angegriffen haben, dann werden wir automatisch Hunker Down benutzen. Wie verhält es sich denn mit... Also Reload können wir benutzen, aber wie ist denn mit Overwatch? Können wir auch Overwatchen und dann zieht Deep Cover oder... Weiß ich nicht. Auf jeden Fall können wir damit in Deckung sprinten und dann... sind wir auf jeden Fall in Deep Cover, also haben wir Hunker Down, den Bonus, das sind 20 Punkte, glaube ich. Ja, und hier könnten wir in eine Gruppe von zwei Aliens reinstürmen, zum Beispiel eins erschießen und uns sicher sein, dass das nächste uns dann nicht angreifen können wird. Das ist auch ziemlich geil. Ich weiß gar nicht, was ich da nehmen soll, ehrlich gesagt. Das ist gerade ein bisschen kompliziert. Wir nehmen... Untouchable. Bestimmt. Oder? Wir versuchen mal Deep Cover. Wir probieren es aus. Mal gucken, wie geil das ist. Hilft uns im Feuerkampf leider gar nicht. Aber wir können die Leute ja alle respecken. Mit dem Advanced Warfare Center ist kein Problem. So, einen Illyrium-Kern haben wir aufgesammelt. Und ansonsten jede Menge Leichen. Hello, Commander. So, Viper Rounds haben wir gecountert. Wir haben Dr. Martin Wolf bekommen. 14% mehr Forschungsgeschwindigkeit. Und damit sind unsere Plasmagewehre schon in 7 Tagen fertig. Herrlich. Ja, heute ein bisschen längere Folge, Jungs und Mädels. Sorry dafür. Falls es euch stört, irgendwie eure Zeitpläne durcheinander gebracht hat. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch. It's important that the crew knows people out there need us and want us to help turn this thing around. They have to know there's a reason. Ja, wissen wir ja schon, ne? Wir müssen den Leuten einen Grund geben, da draußen sich da durchzubeißen durch die momentane Situation und so weiter und so fort. Hier brennt's. Im Workshop. Das kann passieren. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen, Jungs und Mädels. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.